Der bulligste Bulle unter den Bullen. Der Oberbulle. Der Bullenguru. Der Bulle, der die Bären pannert. Der kapituliert. Kennt ihr Marko Kolanovic? Der Mann hat auf den Tag genau das Ende des Crashs mitten in der Corona-Pandemie vorher gesagt und hat gesagt, jetzt wird es Zeit, Aktien zu kaufen. Der Mann hat genau zum richtigen Zeitpunkt das Ende des kurzen Pullbacks vor den US-Wahlen in den USA vorhergesagt und hat gesagt, es ist an der Zeit zu kaufen. Ja, er lag auch falsch Anfang des Jahres, im Januar, als er gesagt hat, es wäre der Zeitpunkt zu kaufen. Und er hat auch nochmal im März nachgelegt und gesagt, es ist an der Zeit, Aktien zu kaufen. Marko Kolanovic ist so ein krasser Bulle, der hat Ziele für den S&P 500 gehabt, oberhalb der 5000. Und wenn er sich abends ins Bett legt, sagt seine Frau zu ihm, Schatz, hast du schon wieder vergessen, die Hörner abzunehmen? Und er sagt zu ihr, die sind mir festgewachsen. Ich spiele nicht Bulle, ich bin ein Bulle. Und der Ober-Mega-Bulle sagt, es wäre an der Zeit, Gewinne mitzunehmen. Autsch! Gewinne mitzunehmen. Und natürlich, hey, kein Esnashari-Video ohne Flex. Auch wir haben euch gesagt, wir kaufen, als der Pullback der Stärkere bis Ende März kam. Und auch ich habe euch gesagt, Leute, ich nehme jetzt Gewinne mit. Übrigens, wenn ihr die Analysten von Marko Kolanovic haben wollt, der Mann ist ein Megaguru. Das ist der Chefanalyst von JP Morgan. Er kann den Markt bewegen. Mhm. Dafür müsst ihr richtig viele Millionen bei JP Morgan hinterlegen, dann bekommt ihr seine Analysen dann zeitnah. Zeitnah. Er hat jetzt gesagt, dass er vor 2 Wochen gesagt hat, es wäre Zeit, jetzt Gewinne mitzunehmen. Ich erzähle euch auch noch, warum er das sagt. Bei uns werbefrei, kostenlos hier auf YouTube. Und da kann ich nur, wie gestern sagen, abonnieren geht vor studieren. Dann hatten wir den Spruch, abonnieren macht schön. Gestern hat einer gesagt, entweder abonnieren oder sich den Arsch abfrieren. Und ich habe noch einen, der hat mir auch ganz gut gefallen. Abonnenten traden nicht nur besser, sie investieren auch besser. Freunde, ich möchte 70.000 haben, freue mich, wenn ihr mich dabei unterstützt. Und ich sage euch was, es tut nicht weh. Ist auch völlig kostenlos. Hilft mir sehr gerne dabei. Und Herr Kolanovic sagt nämlich, im März war seiner Meinung nach der Markt überverkauft. Es wurden technische Unterstützungen angelaufen. Jetzt ist der Markt nicht mehr überverkauft, aber die Risiken bleiben nach wie vor erhöht. Welche Risiken? Same, same, no difference. Es geht um Inflation, es geht um Verlangsamung des Wachstums, es geht um die Covid-Sorgen in China und natürlich geht es um die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Und deswegen sagt er, es wäre an der Zeit, Gewinne mitzunehmen. Er sagt aber auch, ein bisschen Bulle muss schon sein. Bis Ende des Jahres hat er immer noch Ziele um die 4.900 beim S&P 500. Und da muss ich sagen, lieber Herr Kolanovic, auch diese bullischen Hörner, die werden wir dir noch absägen. Und eins ist mir sehr wichtig. Nein, ihr seid hier nicht auf dem Dauerbärenkanal, sondern eigentlich auf dem Dauerbullenkanal. Auch ich habe Corona-Tief gekauft, immer wieder nachgekauft, habe gesagt, Jahr der Aktie 2021. Und ich finde, nach dieser unglaublichen Rallye der letzten Jahre und Rallye der letzten 10 Jahre, bei sehr sportlichen Bewertungen sind die Risiken zu groß. Nach wie vor, und da stimme ich mit dem Oberbullen Kolanovic ein, sagte, es ist besser, Aktien zu halten, als komplett im Cash zu sein oder Anleihen zu kaufen. Und ich bleibe dabei, es kommt darauf an, was man kauft und wo man investiert. Und erhöhte Cashquote meiner Meinung nach derzeit eher angebracht. Die Risiken bleiben. Und heute haben wir ja die Inflationsdaten aus Amerika bekommen. Höchste Inflation seit 40 Jahren. Und was macht der Nasdaq? Der Nasdaq locker, bummelig, vorbörslich, plus 1,6%. Höchste Inflation und eine solche Bewegung. Also, jetzt heißt es, der Markt hofft,
dass die Inflation seinen Peak erreicht hat. Und deswegen müsste die Fed nicht ganz so stark die Zinsen anheben. Ja, wer es glaubt, der glaubt auch daran, dass es den Osterhasen gibt. Leider ist das nicht der Fall. Wenn wir uns nämlich die Inflationsdaten angucken, wir haben uns mal die Originaldaten einfach mal abfotografiert. Ich blende euch das mal einmal hier so mit ein. Wir gucken mal zusammen drauf, damit ihr auch meine Maus seht. Ja, tatsächlich ist es so, dass all items less food and energy, wenn ihr euch das anguckt, dann müssen wir sagen, wir haben im Vergleich zum Vormonat nur noch ein Wachstum von 0,3%, also Kerninflation. Und der absolute Peak war im April, das wird hier gar nicht mehr eingeblendet, von 0,9%. Hey, Inflation geht zurück, ist doch alles super. Wenn man aber sich die Zahlen etwas genauer anschaut, es steigt nur um 0,3%, weil zum Beispiel Gebrauchtwagen um 0,38% zurückgegangen sind, die über das Jahr auf 35% gestiegen sind. Aber wenn wir uns das mal angucken, der sticky part, der Teil, der eigentlich hängen bleibt, nämlich Dienstleistungen, steigen immer weiter. Wir sind bei 4,7%, das heißt, dieser Teil geht wieder hoch. Also Unterkunft, Mieten steigt immer weiter, 5%. Transportation Services auf 7,7%. Dieser Teil geht gerade nach oben. Also Dienstleistungssektor ist der eigentliche Treiber der Inflation. Und jetzt habe ich noch was anderes für euch. Jetzt sagt man ja, also Essen und Energie ist ja hochvolatil und deswegen, das ist ja weitestgehend eingepreist. Also, ich glaube, dass der Dienstleistungssektor weiter steigt. Ich sehe noch nicht, dass die Probleme mit den Lieferketten und den Produktionsketten sich deutlich verbessern. Und auf der anderen Seite, ich möchte mal sehen, dass der Ölpreis deutlich runterkommt. Jetzt werden viele sagen, ja, aber den größeren Peak haben wir dann hinter uns und irgendwann muss es ja einigermaßen parallel laufen, beziehungsweise der Ölpreis muss mal wieder runterkommen. Wenn ich euch einmal kurz diesen Zahn entspannt ziehen darf. Also ihr könnt den Öl auf der Short-Seite traden. Ihr könnt natürlich, habe ich schon mal gesagt, auch auf die Idee kommen, bei einem Ölpreis im Bereich von 100 Dollar, und ich bin es euch schuldig zu sagen, ich bin Ölaktien in meinem Portfolio übergewichtet und ich denke darüber nach, spekulativ eine Long-Position wieder bei Öl einzugehen, habe ich aber noch nicht. Das heißt, ich gucke hier mit einer schiefen Brille auf den Markt womöglich. Man kann genauso gut mit einem grün gewordenen Hulk anfangen zu kämpfen, wird ähnlich erfolgreich sein. Ich will es euch gar nicht technisch erklären, sondern ich will es euch herzlich gerne als fundamentale Begründung erklären. Wir haben das Problem mit ESG. Viele Banken wollen nicht, dürfen nicht, müssen ESG-konform sein und deswegen ist Kreditvergabe im Ölsektor. Und Leute, wisst ihr was? Ihr könnt euch in den Kommentaren darüber aufregen. Entweder, dass es ja wohl klar ist, dass man es nicht darf, weil es für die Umwelt schlecht ist, oder ihr könnt euch darüber aufregen, dass das grün links versifft, da hast du nicht gesehen. Ey, mein Job ist es, Geld zu verdienen. Ihr könnt euch über Politik unterhalten. Diese ganzen Finanz-YouTuber, die nicht handeln können, deswegen regen sie sich mal über Politiker auf. Dann haben sie nämlich etwas, womit sie mit ihren Zuschauern bonden können. So, wenn man nicht handeln kann, worüber redet man über Politiker? Dann schifft man auf andere, dann fühlt sich der Zuschauer nämlich mit dir verbunden, sagt, ja, die Politiker sind mir völlig egal, sag mir, wie ich Geld verdienen kann, das ist mein Job an der Börse. Und deswegen, Kredite ist aus ESG-Sicht schwierig. Grundsätzlich sind Investitionen in den letzten Jahren in Old Economy deutlich zurückgegangen. Wo hat man denn Geld reingesteckt? Überleg doch mal, welche Firmen können denn derzeit Business Angels bekommen. Wer hat es denn geschafft, das große Kapital ranzuziehen? Na klar, New Economy und Big Tech und Small Tech und Growth Tech und so weiter. Das heißt, in dem Segment fehlt es an Investitionen, fehlt es an Investitionen, fehlt es an Produkt. Ist die Nachfrage zurückgegangen? Nö. Übrigens, EasyJet hat heute Morgen in den Quartalszahlen gesagt, dass sie für den Sommer einen Bedarf sehen, der auf Präpandemie-Niveau ist. Herzlich willkommen zur Inflation und
Da sind wir wieder im Dienstleistungssektor. Und deswegen, dass wir hier von Öl in irgendeiner Art und Weise Unterstützung bekommen vom Ölpreis, sehe ich nicht. Der bleibt hoch. Auch im Bereich Essen sehen wir nicht, dass es weniger wird. Guckt es euch an. Essen. 0,9, 0,9, 0,8, 0,5, 0,91, 1%. So. Die volatilen Teile, die bleiben hoch. Und jetzt kommt der sogenannte Sticky Part dazu. Und was haben wir noch? Wir haben eine total heiß gelaufene Wirtschaft in den USA mit dem Arbeitsmarkt mit der 3,8% Arbeitslosenquote. Und ich glaube, dass wir etwas Ähnliches, was die steigenden Löhne angeht, auch in Europa bekommen werden. Und das ist mir jetzt auch ganz wichtig. Ja, liebe Leute, wenn wir uns das einmal jetzt im Chart angucken, ich hab's gesagt, ich bleibe dabei und es ändert auch nichts daran. Aus technischer Sicht ist es ja so, das war Widerstand, dann wurde es Unterstützung, dann ist er durchgefallen, dann war es Widerstand und jetzt ist wieder Widerstand. Und ich erwarte, dass diese Welle, auch wenn wir jetzt eine Aufwärtswelle machen, dass diese Welle noch ein bisschen weitergeht. Ob es dann 4,2 ist, ob es 4,000 ist, ich weiß es nicht. Ich habe den Widerstand verkauft, den Rest wird mir dann der Markt anzeigen und ich glaube, dass der Markt in den kommenden Wochen und Monaten eher in einer Seitwärtsphase stecken wird. Das heißt, wenn ihr euch jetzt einmal, und jetzt alle, die sagen, Chart finde ich nicht interessant, guckt es euch genau an. Ah, siehst du, ist ja durchgefallen. Na, alle reden darüber, zum Beispiel, dass der S&P 500, ja, der S&P 500, der hat eine fette Unterstützung. Guckt es euch doch an. Hier, Widerstand, das ist doch ein Doppelboden und dann muss er, meinetwegen können wir den einen Schatten setzen, der muss doch von hier wieder hochgehen. Der muss von hier wieder hochlaufen. Okay? Wenn ihr euch jetzt nur darauf konzentriert, ja. Ich habe was anderes für euch. Das ist ja alles eine große Seitwärtsphase. Ich habe sogar noch was für euch. Was haltet ihr davon? Umgedrehte V-Formation. Und in dieser umgedrehten V-Formation ist es theoretisch auch möglich. Und das präferiere ich fast im Moment. Ein Kanal. Und in diesem Kanal können wir uns aufhalten. Und wenn die Aussichten schlechter werden, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession zunimmt, das ist aber jetzt nicht für sofort, dann kriegen wir noch eine Welle, wohin auch immer. Oder, nö, das ist alles nicht so schlimm, dann laufen wir seitwärts und können die nächste Welle machen. Und deswegen jetzt diese Rallye, die wir gerade sehen, meiner Meinung nach technische Gegenreaktion. Und vielleicht noch eine Sache, guck mal, wo der S&P 500 ist, der hält das noch. Wo ist denn eigentlich der Dow Jones? Der Dow Jones, ah, der hält das ja auch noch. Super. Aber wer führt denn den Markt an? Die spekulativen Werte. Und was macht der Nasdaq? Also der Nasdaq ist ja schon mal durchgefallen. Okay? Und was macht eigentlich der Russell 2000 hier dargestellt in IWM 2000? Längst, guck mal, sogar da schon durchgefallen. Und guck mal, wie der Russell aussieht. Wir haben den Russell hier gekauft übrigens. Wir haben den hier gekauft und wir haben den hier gekauft. So, und hier haben wir einen Teilgewinn realisiert, weil er extrem stark gestiegen ist. Und irgendwann mal haben wir, ich will nichts Falsches sagen, hier oder hier, haben wir dann nochmal die Position rausgenommen, weil wir gesehen haben, dass dieser Ausbruch nicht funktionierte. Oder wir haben es vorher rausgenommen, ich will nichts Falsches sagen. Nur das, was mir auffällt, ist, der Russell 2000, der voll ist von Unternehmen, die keine Gewinne machen bis jetzt, der hat schon diese Tiefs rausgenommen. Das hat zum Beispiel der S&P 500 noch nicht so deutlich gemacht. Der versucht, sie noch zu halten. Der ist da wieder in diese Range reingekommen. Die spekulativen Werte führen den Markt an und deswegen ist das für mich keine Situation und keine Konstellation, in der ich deutlich mein Risiko erhöhen möchte. Und wenn, ganz einfach, muss Cashflow haben, muss Dividende haben, muss relativ günstig sein und ich bleibe dabei. Inflation bleibt ein Problem, die Fed wird ihre Politik nicht besonders ändern und morgen kommt EZB raus und EZB hat das Potenzial, das erste Anzeichen einer Änderung anzuzeigen mit dem ersten Schritt, nämlich dass die negativen Zinsen aufgehoben werden, ob das Anleihenkaufprogramm früher beendet wird, früher die Zinsanhebungsschritte vonstatten gehen werden, ist abzuwarten, habe ich am Sonntag gesagt, die EZB ist in einem sehr, sehr schwierigen Spot. Denn
Vieles, was die EZB nicht beherrschen kann, sorgt dafür, dass gerade Wirtschaft deutlich rückläufig ist, in Richtung Rezession geht. Und die EZB hat den Zeitpunkt verpasst, diese ultralockere Geldpolitik zu drosseln. Und jetzt hat sie fast keine andere Möglichkeit aufgrund der steigenden Zinsen. Morgen nochmal spannend. Ach ja, heute ist Dienstag. Mann! Heute ist Dienstag. Irgendwie denke ich, dass morgen schon Donnerstag ist. Bin schon mit dem Kopf beim Gründonnerstag. Habe ich mich getäuscht? Übermorgen. Morgen fangen nämlich die Quartalszahlen an. Gut, soviel zu dem Thema. Falls ihr noch nicht abonniert habt, ich werde den ganzen Tag in eurem Kopf rumschwirren. Der Essen Ashari, der macht nicht mal Werbung. Und der will einfach nur, dass wir abonnieren, anstatt studieren. Und deswegen tut mir den Gefallen. Würde ich mich sehr freuen. Hoffe, dass die Ausgabe für euch hilfreich gewesen ist. Ich empfehle mich und gehabt euch wohl.